Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, liebe Leute. Es ist schon ein weit vorangeschrittener Tag, aber die Tage sind ja immer länger hell zum Glück. Und deswegen geht es für uns jetzt noch ein bisschen in die Gärtchen. Die Gartensaison ist am Start, Leute. Oh mein Gott, es ist alles so am Sprießen, am Blühen und die Beete werden langsam bunt und ich liebe es. Und wir hatten heute schon ein Terminchen. Daniel ist auch schon am Start. Er putzt gerade noch Zähne. Das mache ich jetzt gleich auch noch. Und dann werfen wir uns in die Arbeitsklamotten, denn wir haben eine kleine Aufgabe im Zaun. Diese Woche, in dieser Woche habe ich ja gesagt, steht alles unter dem Motto Frühjahrsputz, ja. Und deswegen gibt es auch im Garten schon einige To-Dos, aber ich habe auch hier so ein paar To-Dos, da nehme ich euch die ganze Woche mit und wir dekorieren auch frühlingshaft. Ich mache wieder so ein paar klassische Frühjahrsputzecken sauber, die man halt nicht so oft putzt, ne, kennt glaube ich jeder. Und wir fangen heute damit an, dass wir eine Arbeit hoffentlich fast vollständig beenden können. Wir machen auch vieles mittlerweile in Etappen, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Muss man auch nicht immer alles an einem Tag durchziehen. Und zwar haben wir uns überlegt, schon vor einiger Zeit, also die Idee wuchs jetzt schon ein paar Wochen, und wir machen das jetzt, bevor halt sozusagen richtig alles anfängt krass zu blühen und dass die Hecke halt stark austreibt. Ihr wisst ja, wir haben eine große Hecke gesetzt. Und wir haben uns überlegt, es wäre total praktisch, wenn in dieser Hecke ein Zaun halt wäre, sodass die Hunde einfach auch nicht mehr auf die Nachbargrundstücke könnten oder halt irgendwie hinter der Hecke verschwinden, weil Hobbes hat ja so diese Tendenzen, dass er gerne so hinter dieser Hecke rumgruschelt und wir dann nicht sehen, was er da tut und was er da macht und was er da ausbuddelt und keine Ahnung. Und deswegen dachten wir, hey, vor allem auch, weil hier der obere Teil des Gartens, der ist ja schon die ganze Zeit durch das Türchen getrennt, der war jetzt eigentlich für das, also die letzten anderthalb Jahre ungefähr, für die Hunde tabu. Weil, wie gesagt, halt da keine richtigen, es ist halt alles offen sozusagen, da könnten die Hunde raus. Und deswegen war das halt hier jetzt die ganze Zeit immer zu. Und deswegen setzen wir hier, da seht ihr schon so ein bisschen, einen Zaun in die Hecke rein, der dann quasi so in der Hecke verwachsen kann. Und dann können die Hunde auch wieder in den Obergarten. Das ist der Plan und das werden wir heute noch ein Stückchen vervollständigen. Und wie gesagt, ich werfe mich jetzt gerade noch ins Badezimmer, nach dem Mittagessen Zähne putzen, ist feste Routine hier. Und dann werfe ich mich ebenfalls in die Gartenarbeitsklamotten und wir legen mal los. Leute, we did it! Aber es geht schon auf Erkundungstour und schaut, wo sein neuer Zaun steht. Jetzt hat er den Garten wieder. Ist das nicht schön? Ich erinnere mich an die Zeiten, wo er immer genau da so in der Sonne lag, wie so Lion King irgendwie. Und das ist, glaube ich, gerade für ihn ein richtiges Erlebnis, da mal wieder hoch zu jumpen. Ja, Spatzl, haben wir es geschafft, ne? Haben wir noch hier unten so ein Mini-Stück. Ja. Müssen wir mal gucken. Kleine Recap. 2 Tage Arbeit, zwar nicht hintereinander, sondern verteilt. Ja. 100 Meter Zaun. 100 Meter Zaun, genau. Ja. Und also schön gemütlich, ohne Stress. Easy peasy. Und ist gut. Und der wird jetzt schön in der Hecke einwachsen sozusagen. Ja. Den wird man auch wahrscheinlich, sobald die Hecke richtig Blätter hat, schon fast gar nicht mehr sehen. Das ist auch der Zweck. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Also das ist kein hübscher Sichtzaun. Ne? Nein. Um das nochmal zu betonen. Der wurde auch nicht hochprofessionell eingebaut. Nein. Das kann Spannfaden nichts sind, braucht es aber gar nicht. Braucht er nicht, weil die Hecke wird den halten. Es geht nur darum, dieser kleine Gruschelpeter da oben wieder auf seinem kompletten Grundstück rumwuseln kann. Und Leute, was soll ich sagen? Also es geht alles in die Blüte. Guck mal hier, unsere Weide, unsere Frische hier für die Terrasse. Guckt euch das an, wie die schon grün wird. Oh, es ist so herrlich. Schön, aber ne? Alle Pflanzen schon. Alle Pflanzen. Sehr früh, aber passt. Das passt schon, ja. Steine, wir sind immer noch steinreich, Leute, ihr wisst Bescheid. Aber da wird auch noch was passieren. Apfelbäumchen Nummer 1 steht auch. Kaki, Pflaume, was auch immer sie sein möchte, macht auch schon kleine Knospen. Ja, ja. Na? Fängt schon gut an. Ja, happy, was ist das, ne? Unser Mitbewohner, der Maulwurf. Ah ja, neuer Mitbewohner, fest eingezogen, der Maulwurf, aber der darf auch. Die Pampasgräser haben es umstellen gut vertragen. Also hier sieht man ja gut, wie die Steine eingebuddelt hat. Ja, da ist ein Steinkreis drum, ne? Das erste Mal richtig Unkraut machen in diesem Jahr steht noch aus. Das ist aber auch noch ein kleines Tickchen zu früh. Und hier unsere Deutzje.
Maiblumenstrauch. Fängt auch schon an, grün zu werden. I love it. Love it. Wie ist es, Duffy? Oh, ist es kalt? Ist kalt oder ist das neu? Was ist das Problem? Guck mal, wie sie erkunden geht, ne? Überall. Sie sucht einen Ausgang. Sie guckt, wo, was ist hier los? Kann ich da irgendwo raus? Nein, 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 kannst du nicht. Also ich glaube, ich schmeiß mich jetzt für heute Abend dann in die Dusche. Die Klamotten gehen direkt in die Wäsche. Sie will, ach, hast du ein Blümchen für mich? Oh, danke schön. Nein, natürlich, aber ich werde hier wieder eine weitere Hecke züchten. Ja, noch eine neue Hecke züchten. Ja. Muss so. Keine schlechte Idee. Gut, ja. Dann gehen wir wieder runter, ne? Genau. Und das war's dann für heute. Wird auch schon langsam dunkel. Wir sind 2 Tage später, Leute, und die Küche sieht mal wieder aus wie Hulle. Auch das gehört natürlich zum Frühjahrsputz dazu. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben inzwischen, was die Küchenroutine anbelangt, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Routine etabliert. Das hier ist jetzt tatsächlich auch ein kleines bisschen im Video geschuldet, dass ich das tatsächlich extra habe stehen lassen, so ein bisschen, weil normalerweise ist das Küche aufräumen, Spülmaschine ein, ausräumen, Hundeschüsseln säubern, bla bla bla, was man halt so zu tun hat in der Küche morgens. Daniels feste Morgenroutine geworden. Also ich und natürlich tagsüber räumen wir dann auch immer wieder alles zwischendurch. Also Küche, wisst ihr, und insbesondere unsere wunderschöne große Kücheninsel, die ich sehr liebe, ist einfach der Hauptumschlagplatz in diesem Haus geworden. Aber ich liebe es wirklich sehr und ich möchte sie auch nicht mehr missen. Und wir werden auch hier in der Kücheninsel wieder jetzt im Rahmen des Frühjahrsputzes ein bisschen umdekorieren, weil ich habe hier noch die Weihnachtsdeko quasi, also die Winterdeko stehen mit der Amaryllis, ne? Ich glaube, die kann jetzt langsam weg. Das machen wir auf jeden Fall, aber vorher muss ich mich hier um den dezenten Spül kümmern, der hier hinter mir steht. Denn ich mache jetzt die Spülmaschine. Und im Zuge dessen habe ich mega schöne News für euch. Weil vielleicht seid ihr ja auch sowieso schon Fans der Spülmaschinen-Tabs von Everdrop. Und jeder von euch, der die Everdrop-Tabs wirklich liebt, wird sich wahrscheinlich genauso darüber freuen, dass sie jetzt bei Stiftung Warentest eine der Bestnoten abgesahnt haben, was ich persönlich mega cool finde. Und das sogar besser als 14 andere bekannte Marken. Das ist schon ziemlich nice, muss man sagen. Kurze Fakten, was persönlich finde ich super geil an den Spülmaschinen-Tabs von Everdrop, ganz klar, die kommen komplett ohne jegliche Plastikverpackung aus. Weder in der Umverpackung, noch sind die Tabs einzeln verpackt. Ich bin sowieso schon seit Jahren ein Mensch, ich achte sehr akribisch darauf, dass die Spülmaschinen-Tabs nicht auch noch zusätzlich in einem Plastikding eingewickelt sind oder in diesen komischen auflösenden Plastikdingern, mag ich nicht. Also das schon mal Pluspunkt Nummer 1. Und Pluspunkt Nummer 2, ganz offensichtlich und das Wichtigste, sie machen einfach wirklich mega gut sauber. Ja? Alles, was ich von einem Spülmaschinentab erwarte, ist, dass er ohne Plastik daherkommt und dass ich mir keine Gedanken um mein Geschirr machen muss, dass da irgendwas nicht sauber rauskommt oder irgendwie verschmiert, verschleiert oder was auch immer ist. Ist für alles perfekt geeignet und sie haben auch eine der Bestnoten, insbesondere im Bereich der Leistung, in der Reinigungsleistung bekommen, nämlich die Note 1,9. Und was ich persönlich auch zusätzlich wichtig finde, und deswegen bin ich ja auch ein großer Fan von Everdrop-Produkten im gesamten Haushalt, ist, dass sie auch eine sehr gute Note für die Gewässerbelastung bekommen haben. Ihr wisst ja, ich benutze auch schon seit einiger Zeit das Waschmittel von Everdrop und die ganzen Putzmittel und so weiter. Und es ist natürlich auch super wichtig, weil das alles unsere Abflüsse runtergeht, dass wir auch darauf achten, dass wir da nicht so eine hohe Belastung erzeugen. Das sind Dinge, die sind mir im Haushalt einfach wichtig. Herrlich, liebe Leute, die Spülmaschine läuft im Hintergrund. Es gibt kein geileres Gefühl, wenn die Küche wieder richtig sauber ist. Und ich habe jetzt natürlich anlässlich des super coolen Testergebnisses bei Stiftung Warentest auch einen passenden Code für euch. Ihr könnt satte 15% sparen mit dem Code VIOLET15 ab 39 Euro Mindestbestellwert und auf alles, wo die Spülmaschinentabs mit dabei sind. Das heißt, so ein Küchenset. Ich habe ja auch den Klarspüler von Everdrop. Ich habe die Handtücher, ich habe Spülschwämme, Spülmittel. Hier den heißgeliebten Küchenreiniger von mir, wo die nächste Flasche bald wieder angemischt werden muss. Also alle Küchenprodukte kann ich euch nur ans Herz legen. Die sind einfach großartig und daher auch zu Recht die tolle Bewertung
Bewertung und auch nochmal herzlichen Glückwunsch von mir für das tolle Testergebnis. Hat mich nicht überrascht, muss ich gestehen. Und ja, geht da gerne stöbern. Ich packe euch das alles unten in die Videobeschreibung. Auch der normale 10% Code Violet10 gilt natürlich weiterhin. Probiert Everdrop aus, stockt eure Produkte auf, wo auch immer ihr Bock drauf habt. Es lohnt sich sehr. Und ja, happy Putzen, Leute. Und da machen wir jetzt weiter, denn die Küche braucht noch ein kleines bisschen mehr Pflege, wie nur den Spül. Jetzt geht's hier vorne weiter. Mit der Küche bin ich durch. Ich mache halt diese Arbeiten. Achso, entschuldigt bitte, dass ich so ein bisschen gammelig aussehe. Aber ich glaube, das bleibt beim Putzen irgendwie nicht aus. Also, keine Ahnung, ich mache mich auch nicht fertig fürs Putzen. Ne? Deswegen, letzter Gammel-Look hier. Also, beim Putzen sehe ich immer so aus, als ob er mich selber gleich direkt mit entsorgen könnte. Ja, ich habe in der Küche, habt ihr ja gesehen, solche Sachen wie Lampen abstauben, die Regale von oben und so. Das mache ich halt so, keine Ahnung, alle 1 bis 2 Monate immer so, wie ich halt Bock habe, bin ich ganz ehrlich mit euch. Dann liegt da halt mehr Staub drauf, ja. Spätestens seit meinen Fly-Lady-Videos wisst ihr, ich bin nicht so die perfekte Fly-Lady. Ich versuche nur einfach irgendwie eine Fly-Lady zu sein. Und ich bin tatsächlich auch schon sehr viel zufriedener geworden, was so die Putzroutinen anbelangt, weil die, wo es mir super wichtig ist, die funktionieren. Also einmal Woche Bad putzen, spätestens, also komplett, ne, so mit allem Pipapo und so. Wäsche waschen, keine Ahnung, Staubsaugen und dann putze ich halt Fenster nur alle 3 Monate, wisst ihr? Also es hat ja irgendwie, oder 2-mal im Jahr, ja. Also ich muss mich selber wohlfühlen und wichtiger ist mir persönlich Ordnung. Und vor allem natürlich auch, dass die Küche sauber ist. Das ist ja eh unser Umschlagplatz und da haben wir mittlerweile so eine gute Routine gefunden. Aber ich möchte noch so ein bisschen vielleicht trotzdem mal einen Putzplan für mich aufstellen, den ich dann in mein Notion reinpacke. Das hatte ich mir schon überlegt, sodass ich halt weiß, keine Ahnung, irgendwie beispielsweise, wenn ich alle 2 Wochen oder einmal die Woche die Bettwäsche abziehe, dass ich halt einmal das Bett mit absauge oder dann einmal im Monat die Matratze durchwasche und solche Sachen. Dass man das halt irgendwie so ein bisschen besser irgendwie so im Blick hat, ohne dass man selber wirklich dran denken muss und dass man auch vergisst, wann habe ich es denn das letzte Mal gemacht, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn ihr mich jetzt fragt, ja, wann hast du denn das letzte Mal die Fenster geputzt? Ich habe keine Ahnung, Leute, weil man es sich ja auch nicht unbedingt aufschreibt und das ist halt dann immer das Schöne, wenn man irgendwie so feste Routinen hat, wo man weiß, okay, man speichert die sich in den Kalender ein, legt denen halt eine Wiederholung mit an und dann ja, taucht das immer wieder auf und man weiß auch, wann man es das letzte Mal gemacht hat und muss halt nicht selber irgendwie versuchen, dran zu denken. Ich will meine Gehirnkapazität dann eher für andere Sachen benutzen und nicht dafür, wann ich das letzte Mal die Fenster geputzt habe. Das sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Und was ich auch festgestellt habe, das ist auch sehr, sehr lustig, wenn man solche trivialen Dinge, die sich wiederholen, also so wiederholende Tätigkeiten, wie im Haushalt beispielsweise, wenn man sich die in den Kalender einträgt und auch nicht mehr das Gefühl hat, da muss ich ja dran denken, man kann sich plötzlich wieder besser Dinge merken, habe ich festgestellt. Also wer schreibt, der bleibt, ja, heißt es nicht umsonst. Und jetzt sind wir hier vorne angekommen, jetzt werde ich die Bilder austauschen hier hinter mir. Ne, ich habe euch ja zuletzt noch im Vlogmas, meine ich, mitgenommen. Es ist an der Zeit, der Schnee kann gerne gehen. Heute regnet es zwar den ganzen Tag schon durch, aber der Frühling kommt auf jeden Fall, ist schon teilweise da. Und dann machen wir hier noch die Kaffee-Area und unsere Fensterbank. Da habe ich hier die Frühlingsdeko mitgebracht. Ich habe ja inzwischen alles perfekt
sogar nach Saison in der Waschküche sortiert, Leute, in diesen geilen Boxen. Wobei ich diese hier, glaube ich, letztens beim Aldi noch mitgenommen habe in so einem Zweier-Set. Aber ich hatte mir ja so ein 6er-Pack bei Amazon bestellt. Die großartig, aber ich brauchte halt nur noch mal 2 und jetzt nicht noch mal 6 Stück. Das wäre halt too much gewesen. Dann habe ich die letztens gesehen, habe ich die einfach mitgenommen. Das ist der Hammer. Und ich habe das alles, seht ihr hier, ich habe die alle beschriftet, ne? Dann weiß ich auch genau, was da drin ist. Wo man es ja zwar eigentlich sehen könnte, aber ist so ein bisschen einfacher. Funktioniert auf jeden Fall. Seht ihr? Haushaltshacks mit Sarah. Sie wird trotzdem noch zu einer Fly Lady. Okay, jetzt legen wir los und machen mal hier The Builder. Habe ich geschafft. Also ich war jetzt noch so ein bisschen am Schwanken bei dem hier. Und über der Kaffeestation will ich auch noch austauschen. Entweder nehme ich wieder den normalen Schriftzug hier oder ich nehme das da. Das gucke ich jetzt gleich mal. Dann habe ich ja noch 2-3 Rahmen im Wohnzimmer. Also zu tun ist immer. Und ich muss sagen, I like it. Ihr wisst ja, mir gefällt das halt total, das immer zu tauschen. Gehen wir mal wieder hier auf die Standardposition zurück. Und nö. Sitzen. Ach so, der Stuhl. Hehe. So. Auch mal den Antikollisionsschutz getestet vom Tisch, ne? Ja, läuft. Okay, das ist sehr tief, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall war ich hier noch am Überlegen, ob das Regal mal irgendwo anders hinkommt. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Und jetzt machen wir noch die Fensterbank. Und dann stellen wir hier die Deko auf. Das Biestchen, was hier ist, ne? Noch mein Schnubbel-Anziehdeckchen. Ich glaube, noch lasse ich es ein Weilchen liegen, weil manchmal ziehst du so vor allem sonntags dann mal an, wenn es irgendwie noch ein bisschen frisch ist oder so. Ich glaube, vielleicht auch für die erste Zeit draußen auf der Terrasse könnte das ganz cool sein. Aber ansonsten bin ich soweit fertig, Leute. Nice. Muss noch Taschentücher auffüllen, also Servietten, Taschentücher, wie auch immer. Und dann habe ich es auch hier vorne. Ey, und wer kennt's, ne? Kaum räumt man irgendwo an einer Stelle auf, ist an der anderen alles chaotisch. So ist das. Aber die da, die packen wir jetzt noch weg. Da kommen jetzt Frühlingsblumen hin. Also Kunstblumen. Meine Hübschen, ich bin ready jetzt mit allem. Ich hatte mir auch übrigens das Studiolicht dazu geholt, weil es halt hier so dunkel war heute. Die Vase hier, die löse ich jetzt erstmal wieder auf, wobei ich zwar sagen muss, das hat mir echt gut gefallen, irgendwie mit so einer hohen Blume da drin. Vielleicht hole ich mir noch irgendwie mit der Zeit jetzt so ein bisschen was, was halt nicht so winterlich-weihnachtlich ist, wie diese Zapfen hier, und mache das dann nochmal neu. Ich hatte da ja auch so ein kleines Licht drin und ich fand, das sah eigentlich ganz nett aus. Und ja, ich werde jetzt den restlichen Kram hier noch beseitigen, aber ich bedanke mich sehr fürs tatkräftige Unterstützen beim Frühjahrsputz und ich hoffe, dass ich euch motivieren konnte, jetzt auch euren Frühjahrsputz anzugehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für euch so ein ganz klassisches Frühjahrsputz-To-Do ist. Also ich glaube, ich habe ja ein paar genannt, sowas wie die Lampen abstauben oder Fenster putzen oder keine Ahnung was. Und natürlich umdekorieren, das ist halt mein persönlicher Favorite. So, wir werden jetzt gleich mal ein bisschen was zum Mittagessen kochen und dann werde ich diesen Vlog hier für euch schneiden. Das ist der restliche Tag heute und nächste Woche steht dann wieder was Neues an. Ich habe mir überlegt, weil ich nämlich in der letzten Zeit ja ein paar Bücher beendet habe und auch jetzt gerade just noch neue Bücher geordert habe, beziehungsweise auch so eine kleine Liste habe, was ich lesen möchte, dass ich das einfach mal im nächsten Vlog mit euch teile.
Und ich hoffe, dass ihr Bock darauf habt und euch für Bücher genauso begeistern könnt wie ich vielleicht mittlerweile. Wisst ihr ja, es ist auch eine meiner neuen festen Routinen geworden und ich möchte sie jetzt schon nicht mehr missen und bin mega happy mit dem Lesen, mit der Leseroutine. Und ja, da kann ich ja mal im nächsten Vlog dann ein bisschen mehr drüber erzählen und zeige euch dann auch meine neuen Bücher und die ich bisher gelesen habe und welches ich dann demnächst lese. Könnt ihr euch also schon drauf freuen? Gebt dem Vlog gerne ein Däumchen nach oben. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wir sehen uns hier an dieser Stelle nächsten Montag wieder. Tschüssi!